Hallo zusammen, wir schauen uns nun etwas aus der wunderbaren Welt der Analysis an. Und zwar, wir haben eine Folge gegeben, die Folge an. Die ist definiert durch die Wurzel aus n² plus 4 durch 2n für alle n aus n. Und wir sollen jetzt in drei Schritten zum Ergebnis kommen, dass die Folge konvergiert, und wir sollen auch den Grenzwert bestimmen. So, bei der ersten Teilaufgabe, da ist zu zeigen, ja, also folgende Ungleichung ist zu zeigen, die Wurzel aus 1 plus x, das ist immer kleiner als 1 plus x halbe. Und das gilt für alle x größer 0. Gut, warum stimmt das? Naja, zunächst, also schauen wir uns das vielleicht grafisch an, was das bedeutet. Wir haben auf der linken Seite eine Wurzelfunktion und auf der rechten Seite eine Gerade. So, also die Gerade sieht so aus, als y Achsenabschnitt hat sie die 1 und die Steigung ist 1/2, also 2 nach rechts, 1 nach oben. Und also für x gleich 0 ist nicht definiert, aber so unmittelbar danach. So sieht die Gerade aus, und die linke Seite, das ist eine, ist die Wurzelfunktion verschoben um 1 nach links. So, das heißt, also bei 1 ist es die Wurzel aus 2, das ist kleiner als 1/2. Und bei 2 ist es Wurzel aus 3, also das ist irgendwie sowas. Genau. So, warum stimmt das jetzt? Naja, in diesem Bereich für x größer 0 ist Quadrieren und Wurzel ziehen, das ist äquivalent. Das heißt, für alle x größer 0 können wir uns die Gleichung quadriert mal anschauen. Das wäre auf der linken Seite 1 plus x und auf der rechten Seite wäre das 1 plus x halbe zum Quadrat. Naja, die binomische Formel, das ist 1 plus x Quadrat Viertel. Das ist echt größer 0, das heißt, das ist wirklich echt größer 1 plus x, also als 1 plus x. Und jetzt können wir die Wurzel ziehen. Also das ist echt größer. Und das war hier schon zu zeigen. Gut, das war jetzt nicht besonders schwer. Die Teilaufgabe B. Da ist zu zeigen, dass der Abstand von den Folgengliedern an zu 1/2, ja, das können wir immer abschätzen mit 1 durch n². Also das ist echt kleiner als 1 durch n², und zwar für alle n. Das ist sehr interessant, weil damit haben wir schon die Konvergenz, weil 1 durch n², das konvergiert gegen 0, und somit muss an auch konvergieren, und zwar gegen 1/2. Ja, somit haben wir schon die Teilaufgabe C, aber wir brauchen erstmal B. Okay, so, schauen wir uns das an. An minus 1/2 im Betrag. Naja, an, was ist an? An ist die Wurzel aus n² plus 4 durch 2n minus 1/2. Naja, die Teilaufgabe a,
die ist ja nicht einfach so da, ja. Es hat ja schon einen Grund gehabt, warum man das überhaupt zunächst mal zeigen muss, weil wir das hier super verwenden können. Um das zu sehen, brauchen wir erstmal die Form, die Wurzel aus 1 plus x. Und wir haben hier eine Wurzel, wir haben n Quadrat plus 4. Und naja, um 1 plus irgendwas zu haben, was echt größer 0 ist, dafür klammern wir n Quadrat erstmal aus. Dann sehen wir daraus, also aus der Wurzel wird es zu n, n und n kürze ich weg. Und dann haben wir einfach nur noch irgendwas mit der Wurzel, also die Wurzel aus 1 plus irgendwas, was positiv ist, und dann können wir die Teilaufgabe a verwenden. Genau, und die 1 halb klammere ich auch aus. Dann haben wir 1 halb mal, also unter der Wurzel haben wir jetzt n Quadrat mal 1 plus 4 durch n Quadrat. Daraus die Wurzel durch n minus 1, also 1 halb klammern wir aus. So, das ist gleich 1 halb mal, so wenn wir jetzt n Quadrat, wenn das rauskommt aus der Wurzel, dann n und n kürze ich weg. Das, was wir dann haben, ist die Wurzel aus 1 plus 4 durch n Quadrat minus 1. So, das ist echt größer 0. Und mit der Teilaufgabe a, ja, also für x nehmen wir jetzt 4 durch n Quadrat. Das ist dann 1 halb mal 1 plus, das war ja x halbe, also 4 durch n Quadrat halbe minus 1. Naja, 1 minus 1 zu 0. Das heißt, das ist 1 halb mal, also 4 durch 2 macht 2. 2 durch n Quadrat, das ist nichts anderes als 1 durch n Quadrat. Und das wäre hier auch schon zu zeigen. Gut, dann bei der Teilaufgabe C. Wir sollen jetzt aus dem Ganzen folgern mit der Epsilon-Definition, dass die Folge konvergiert und den Grenzwert bestimmen. Okay, so mit der Epsilon-Definition. Gut, das heißt, sei ein Epsilon gegeben. Sei Epsilon größer 0. So, wir wissen aus der Teilaufgabe B, aus B wissen wir, dass der Abstand zu 1 halb echt kleiner als 1 durch n Quadrat für alle n. Und diese Folge hier, die konvergiert ja. Das heißt, für dieses Epsilon gibt es ein Groß-N, ja, weil es konvergiert. Das heißt, es gibt ein Groß-N. Sodass für alle Folgenglieder danach ja gilt, der Abstand von 1 durch n Quadrat minus 0, konvergiert ja gegen 0, das ist 1 durch n Quadrat, ist kleiner Epsilon. So, und dieses große n ist auch das n für an, weil für alle Folgenglieder danach ist an minus 1 halb auch kleiner Epsilon. Ja, also daraus folgt mit der Teilaufgabe b, an minus 1 halb ist ja kleiner als 1 durch n Quadrat. Und das ist kleiner als Epsilon für alle n ab dem großen n. Genau, und daraus folgt, an konvergiert. Ergebnis Nummer 1. Und wir wissen auch, was der Grenzwert ist.
Das ist ein Halb. Genau, wunderbar. Gut, eine nette kleine, ja, Übungsaufgabe aus der wunderbaren Welt der Analysis. Ich hoffe, dass diese Aufgabe euch hilft und euch im Leben weiterbringt. Ich bin am Ende und setze einen Punkt. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.